Oh oh. Oh oh. Nicht gut. Scheiße, jetzt habe ich doch die falsche Kombination gemacht. Oh, doch nicht. Die leben. Ha, nicht super. Das war knapp. Zu knapp. So, mal schauen. Hier ist was und da ist ein Ausgang. Mal schauen, ob wir da hingehen können. Wenn wir Inventar haben wir gerade nicht oder so. Das heißt, wir können nur wirklich G-Befehle durchführen. Oh. Ah, es funktioniert. Ah, bleib bei mir, Mädchen. Hier wird's gefährlich. Ich gehe das Risiko ein. Jo. So. Das ist jetzt auch ein kleines Abenteuer. Nämlich so weit, wenn man durch einen Durchgang geht, kommt man irgendwo anders wieder raus. Deswegen wieder Trial-and-Error-Prinzip. Mal ein bisschen rumprobieren. So, was haben wir hier? Da, dann gehen wir mal einfach gemäß meiner stärkeren Hand nach rechts. Ich finde, dieses Prinzip hat bisher immer funktioniert. Auch gar nicht... Hoppla! Auch gar nicht großartig probieren. Nachher nehmen wir hier einfach das erste. Und hier nehmen wir auch das erste. Oh, da gibt es nicht großartig viele Auswahlmöglichkeiten. Ah, Moment, das müssen wir uns mal aufschreiben. Man sieht ja recht bekannt aus. Sonne? Vollmond? Oder Mond? Vulkan? Apropos Vulkan, wo ist mein Stift? Ach, im Rucksack. So. So, hört man, glaube ich. Stift ist offen. So. Konzentrische Kreise. So, Achse. Links ist die Sonne. Zack, 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 zack. So, ist eine Sonne. Der Mond, wahrscheinlich Vollmond, ist oben rechts. Und der Vulkan zeigt nach oben. Ja, man kann erkennen, dass das ein Vulkan sein soll. Nein, die Zeichnung lade ich nicht hoch. Wieder nach rechts. Nein, falsch. Dann halt da. 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 Ah! Gut, dann eben da. Oh. Wir sind wieder am Anfang. Das heißt, wir müssen jetzt hier hin. Mal wo raus? Da habe ich gesagt rechts. So, nochmal probieren, aber diesmal, ich glaube, das war dann der linke Weg. Hoppla! Dahin. Hier war es der erste. Ach, Sophia wartet dann noch. Dann gehen wir mal wieder hier durch. Ah, hier ist noch... Moment. Rechts war das, ne? Ich hoffe. Nein, links. Verdammt. Naja, okay. Hätte ja klappen können. Da sind wir durchgegangen. Hier ist noch eine Treppe. Gehen wir mal die unauffällig hoch. Vielleicht bringt's ja was. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wir werden sehen. Oh ja, du wirst noch sehen. Ah ne, schon sehen. Du. Dann mal die erste Tür. Boah, ich finde diese Lava-Animation geil. Die würde ich am liebsten für Dingens hier nehmen. Minecraft. Und das hier als Obsidian oder sowas. Ah, perfekt, wir sind da. So, jetzt haben wir die Aufgabe, rüber zu gehen. Dabei können wir nur Stein für Stein und ab und zu flutscht da so ein Ding weg. So. So.
Und wir sind drüben. Aber auf einmal gehen die wieder zu. Und ein paar andere gehen dann auf wieder. Kommst du jetzt? Keine Panik. Jawohl, Sophia ist allmächtig. Sie schafft das schon. Oh ja, klar. Manchmal ist es wirklich so, dass man gar nicht mehr überhaupt zurückkommt. Oh. Netter Schritt. Danke. So, jetzt kann ich, habe ich wieder die Kontrolle und wir können weiter. Oha, was ist das denn? Das ist das Zentrum. Hier ist eine glänzende Stadt. Nicht ganz das, was ich erwartet habe. Der ganze Ort ist voller Energie. Und der Luftdruck wird immer noch aufrecht gehalten. Dann gehen wir mal dahin. Was haben wir hier? Aha. Nix. Froschstatue. Aha. Er hat wohl Hunger auf Orihalkum. Dann füttern wir ihn noch einmal. Das hat nichts gebracht. Vielleicht müssen wir das mit der Achse aktivieren. Hier werde ich auch nochmal kurz absaven. Speichern. Ja, nee, aktivieren. Ich wollte erst mal schreiben, nicht funktioniert wegen dem Frosch, aber nicht aktivieren ist besser. Spoilern will ich auch nicht. So. Wir haben ja uns da vorhin das Gemälde angeguckt. Und wir richten jetzt mal die Mittagssonne danach aus. Den Vollmond und den Vulkan. Ah, der ist schon oben. Das ist gut. Oha. Was hast du jetzt wieder angestellt, Indy? Ich glaube, ich habe es eingeschaltet. Sehen Sie, Körner. Ich wusste, er würde uns nützlich sein. Dass er uns nützlich sein würde. Kerner! Deswegen roch es hier so nach Ratte. Ich kann nur Ihre Angst wischen, Herr Jones. Keine Bewegung. Mein Gott, wie wunderschön. Glückwunsch, Dr. Jones. Sie haben dem Dritten Reich soeben den Endsieg zugespielt. Sie brauchen schon etwas mehr als ein paar Orihalkum-Bomben, um die Welt zu überrumpeln. Bomben? Der Götter brauchen keine Bomben. Sehen Sie sich doch mal um. Wozu glauben Sie, sollte diese Maschinerie denn gut sein? Dieses Kamisamenin, was ist das? Für Grillpartys am Wochenende? Falsch. Wie schon Plato selbst genau wusste, ist diese Fabrik, die höhere Wesen erzeugt. Während sie hier herumgetappt sind, haben wir eure Halkung gesammelt. Und nun haben wir alles, was wir brauchen. Sind Sie bereit für den größten Augenblick der Geschichte, Doktor? Ich passe, danke. Ich glaube, die Hitze hier hat ihr Hirn weich gekocht. Haben Sie nicht diese deformierten Knochen bemerkt? Glauben Sie wirklich an diesen Götterspuk? Ich glaube, die Hitze hier hat ihr Gehirn weich gekocht. Wissenschaftlicher Fortschritt fordert auch viel Mut, Jones. Das sollten gerade Sie verstehen. Sind Ihnen nicht die Schädel mit Hörnern? Haben Sie nicht diese deformierten Knochen bemerkt? Fehlgeschlagene Experimente. Unwürdige Sklaven, die im Namen der Wissenschaft geopfert wurden.
Der Fortschritt hat halt seinen Preis. Vielleicht waren sie alle zu menschlich wie sie. Vielleicht waren sie schon zu Beginn nicht ganz menschlich. Vielleicht waren sie alle zu menschlich wie sie. Untermenschen meinen sie wohl. Aha. Sie wurden von ihren eigenen physischen Makeln zerstört. Als sie in der enormen Macht dieser Maschine badeten. Glücklicherweise haben wir keine solchen Makel. Weil ihr natürlich Deutsche seid. Glauben Sie wirklich an diesen Götterspuk? Glauben Sie, diese Maschine arbeitet immer? Glauben Sie an diesen Götterspuk? Warum nicht? Als Gott werde ich alles wissen, überall sein, jeden beherrschen. Wir werden gemeinsam herrschen, Herr Doktor. Seien Sie nicht albern, Kerner. Sie sind echt aufs... Sie sind nicht auf... Wir werden sehen. Verdammt nochmal. Ich sag Ihnen was. Wir gehen heim und sterben im Bett. Klingt nicht schlecht, das würde ich gerne probieren. Prima, schicken Sie meine Postkarte aus Valhalla. Noch eine Schritt und Sie sind zuerst da. Sie können jetzt nicht gehen. Sie werden mit dem Experiment beginnen. Nein, wir werden. Oh, lassen Sie sich nicht aufhalten. Und wir brauchen noch doch ein erstes Versuchskaninchen. Nun, wenn Sie freundlicherweise auf die Plattform treten würden. Nein. Was? Wenn hier jemand Gott wird, dann ich. Sie machen Witze. Ich bin der Leiter dieser Operation, Sie Fürstchen. Aktivieren Sie die Maschine. Ein Test ist ein Test. Plato schlug 10 Perlen vor. Halt! Was jetzt, Jones? Sie machen da einen großen Fehler. Was ist mit Platos 10-fachem Fehler? Oh, machen Sie weiter. Sie haben das nötig. Sie scheinen mir ein wenig zu glücklich. Sagen Sie mir, was so amüsant ist. 10 Perlen sind mit Sicherheit zu viel. Ich glaube, Plato verschrieb eine Überdosis Orihalkum. Fast alle Zahlen Platos waren um den Faktor 10 falsch. Jawohl, da erinnern wir uns ja mit den Entfernungen. Nur so ein Gedanke. Er könnte recht haben. Wir sollten durch 10 teilen. Probieren Sie eine Perle. Eine Perle also. Oh, it begins. Himmel, es funktioniert! Oder vielleicht doch nicht. Nein! Eine kleine Perle für einen kleinen Mann. Nicht Jones? Sie sind an der Reihe. Danke, nein, danke für das Angebot. Ich schaue lieber zu. Sie brauchen kein Aurealkum. Keine Chance, Glatzschädel. Bewegen Sie sich, bevor meine Männer hier Sie zwingen werden. So ist es besser.